Hi Leute und ein herzliches Willkommen einer weiteren Aufnahme Minecraft Vanilla im Jahre 2023 und direkt mal an Handmixer. Ich weiß, wegen der Facecam, das hast du gesagt, das magst du nicht, aber ich habe mir, so ist richtig, ne? Ja, warte mal, so, ne, so war auch kacke, warte mal, so, und dann, so. So ist richtig. Warte mal, und hier noch ein bisschen. So ist richtig. Gut. ich habe nämlich extra einen Facecam-Rahmen gemacht. Und ich weiß, du magst keine Facecam, hast du gesagt. Aber heute machen wir mal noch mal mit Facecam. Ich habe auch ein Soundpack raufgeladen, falls ihr das hört. Das ist das von BDCraft. Oh, Kohle nehmen wir immer gerne mit. Weil sich das cool anhört. Und ja, ich weiß nicht, schreibt mir in die Kommentare, ist das für euch denn noch Vanilla? Aber eigentlich so gameplay-technisch ist ja alles Vanilla. Es ist ja wirklich nur das Aussehen. Und jetzt auch ein bisschen die Sounds. Aber gameplay-technisch ist nichts verändert, also es ist der ganz normale. Warte mal, irgendwas ist komisch. Nee, doch nicht, das war mein Dings. Sonst ist es ganz normales Minecraft. Kupfer nehmen wir natürlich auch mit. Aber wir haben irgendwie keinen Platz dafür. Was, wir können da nichts wegschmeißen. Kies können wir wegschmeißen. Es macht dann zwar nicht mehr plupp, plupp, plupp beim Einsammeln, aber so ein cooles RPG-Geräusch, sag ich mal. Wir probieren mal ein bisschen rum. Ist ja nicht für immer und auch an Handmixer. Wir werden nicht immer Facecam haben, okay? Wir werden nicht immer Facecam haben. Das kann ich dir schon mal versprechen, weil manchmal habe ich gar keinen Bock da drauf. Manchmal habe ich Bock drauf und ja, heute ist so ein Tag. Achso, ich wollte noch gucken, ob sich das jetzt wieder umgestellt hat. Jetzt sind wir bei 16. Machen wir mal 10. Einfach mal so. Ich glaube, das stellt sich irgendwie immer so ein bisschen um. I don't know. Wir haben keine Pickaxe mehr. Iron haben wir nicht bei. Hä? Oh nein. Back to the roots einfach. Back to the erste Folge einfach. Aber wir können auch einfach schnell 3 Bruchsteine hier nehmen. Und dann können wir uns schnell das hier bauen. Und die fliegt weg. So. Aber ist gut. Gut, wirklich gut, dass wir hier unterwegs Kohle finden. Was können wir denn? Guck mal, Erde können wir wegschmeißen. So, Sandstein würde ich mitnehmen. Wer weiß, vielleicht können wir das für irgendwas noch gebrauchen. Guck mal, 2 Weizen können wir eigentlich auch wegschmeißen. Dann nehme ich lieber die Kabels mit. Ach, guck mal. Nee, so finde ich es mittlerweile wirklich chillig. Ich glaube, hier haben wir so ein Canyon-Biom oder so. Mit dem Soundpack, mit dem Texture-Pack, mit dem Shader-Pack. Oder kommen wir von da? Also kann man echt mal machen, oder? Wie gesagt, wir gehen nicht tief in die Höhlen rein. Wir müssen auch noch irgendwie Milch trinken.
Ich glaube ja dem Handmixer, wenn der sagt, dass wir da keine Freude haben. Das war ja nur ein Spaßi. Also, gut. Schwupsi. Achso, und gleich mal am Anfang der Folge. Also ich streame eigentlich fast jeden Abend so ein bisschen auf Twitch. Ich habe jetzt immer viel League of Legends gespielt, aber das ist mir, glaube ich, zu toxisch. Ich habe da letztes Mal auch irgendwie versucht, mit einem anderen Dude zusammen zu zocken, den ich da kennengelernt habe. Und ich habe wirklich gedacht, das wird irgendwie gut. Ich schmeiß mal das verrottete Fleisch weg. Ich habe irgendwie gedacht, das wird irgendwie gut, aber der, weiß ich nicht, das ist nachher auch irgendwie ausgeartet. Da will ich jetzt nicht so, das ist jetzt kein Drama oder sowas, aber ich habe mir überlegt, ich habe nämlich mit dem Chaos, das ist ein sehr treuer Abonnent von mir, der schon auf meinem alten Kanal aktiv war, und der feiert das zum Beispiel, dass wir da Terraria spielen. Und ich habe überlegt, dass wir Terraria auf Twitch zu meinem Hauptprojekt machen, weil League of Legends, ich merke so, das sind echt negative Vibes. Das kann ich wirklich nur alleine spielen, wenn denn, ja. Genau. Aber das zieht halt Leute an, die nicht so cool sind, ja. Das muss man sich klar machen. Und ich glaube, Terraria ist doch ganz eine coole Ergänzung zu den beiden Let's Plays, die hier sowieso schon laufen. Falls ihr auch in No Man's Sky, falls ihr da Berührungsängste habt, ihr könnt da echt mal reingucken. Das ist echt ein chilliges Let's Play, wo wir echt viel Spaß haben. So. Wollte ich nur mal sagen. Und wie gesagt, auf Twitch. Und dann immer abends so, weiß ich nicht, so ab 20, 21 Uhr bin ich fast jetzt immer da. So. Das muss ich ja ein bisschen ausnutzen, ne? Dass ich das euch hier erzählen kann. Bei Livestreams hat man immer weniger Zuschauer, oder habe ich aktuell weniger Zuschauer als auf Twitch. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich dann nicht so, noch nicht so den Plan habe, wie ich da so streame und was ich streame. Und ich glaube, wenn wir da mehr am Ball bleiben, oder ich, mit einem Projekt, dann ist das, glaube ich, cooler. Ey, ist das cool, wie viel Kohle wir finden? Wir hatten hier echt Kohle-Problems, ne? So. Ach, das ist im Schatten. Haben wir fast 2 Stacks und Holzkohle haben wir auch bei. Naja, wir wollten eigentlich nur erforschen, ne? Wir wollten nur ein bisschen die. Deswegen habe ich da nicht irgendwie gewissenhafter unser Inventar mal aufgeräumt, bevor wir los sind. Huchi. Da sind Schafe. Was natürlich cool wäre, wäre natürlich ein Dorf, ja. Das wäre A Dream Becomes True. Nehme ich überhaupt auf? Ja. Oh, super vorbereitet. Aber das sind die Start-Stopp-Aufnahmen, Leute. Das sind die Start-Stopp-Aufnahmen, die wir alle so mögen. Also ich zumindest gucke wirklich Let's Plays ungeschnitten, ja. Und es ist halt dann auch viel weniger Arbeit und man ist in der Lage, viel schneller Content hochzuladen. Nur mal by the way. Da haben wir irgendwie alle was davon. So. Das ist auch so schön. Das müssten wir ja auch gleich fertig haben. Oder voll haben. Ja. Guck mal, bemoosten Bruchstein, das kann man craften, oder? Den Goldhelm brauchen wir nicht. Der ist scheiße. Die Kohle ist gerade wichtiger. Warte mal, der hatte 3 Rüstung, 2 Rüstung. Ah ne, aber Gold hat nicht so viel Haltbarkeit, ne? Wir haben ja wirklich lange den Debuff. Wie sind wir den letztes Mal losgeworden?
Weil wir suchen ja eigentlich ein Dorf. Das wäre ja jetzt schlecht. Jetzt regnet es auch noch. Und ich habe keinen Regenkeb bei. Es kommen auch gerade total viele coole Survival-Spiele raus, ne? Und da. Ich werde mein. Den Channel hier so ein bisschen darauf fokussen, so, ja? Auf Survival-Crafting-Sandbox-Games. Worauf ich auch richtig Bock habe, ist dann mal Valheimer richtig zu starten. Aber erstmal will ich hier richtig schön viele Folgen Minecraft. Ich glaube, Minecraft wird hier der Dauerbrenner, weil durchspielen werden wir das sowieso nie. Aber ey, ich weiß, ist jetzt vielleicht ein bisschen anstrengend, jetzt mal by the way kurz, aber wir müssen die Kohle mitnehmen. Bei uns ist alles entkohlt. Und ich freue mich gerade, dass wir hier so viel finden, ja. Das ist ganz gut. Dann haben wir, wenn wir jetzt nichts finden auf der Reise, Kürbisse und Kohle haben wir denn. Und das ist doch wenigstens was. Ist aber auch viel. Also wenn man nicht keine Kohle hat, dann auf so eine Steinplattform. Guck mal. Wow, der nächste Stack. Rohkupfer. Ja, dann Schuss Andesit, würde ich mal sagen. Ich meine, hier so eine Steinplattform sind doch perfekt. Hier brennt das schön. Passt ruhig auf, ihr kleinen Kuis. Aber wie lange haben wir den noch? Ich mag auch so das Getapse über Erdeblöcke. Hört sich viel besser an mit dem Soundpack, oder? Mit dem Soundpack kann man auch sich coole neue Erlebnisse schaffen in Minecraft. Das ist ja sowieso das Coolste, dass du hier alles so verändern kannst und so, ja. Wir haben eine Uhr bei, da sieht man. Boah, sieht das geil aus. Wir haben immer noch den Unheil-Buff. Eine fette Schlucht. Ich kann nicht dran vorbeigehen. Geht einfach nicht. Wir können auch ganz easy jetzt Inventarplatz schaffen. Apropos. Das geht, das ist ja gar nicht schwer. Einfach nur Schwupsi. Flupsi. Schwupsi. Und Flupsi. Jetzt haben wir wieder ein bisschen was Platz. Aber wie Sie sehen, sehen Sie nichts, meine lieben Freunde. Außer sowas. Keine Angst, da kraxe ich jetzt nicht runter. Ich würde sagen, dass wir dann schon den Heimweg antreten.
Kürbisse, ja, dann können wir ein Gehege bauen für Hühner, denke ich mal. Ich denke mal, das wäre erstmal der Way to go, oder? Dass wir das versuchen. Ach, guck mal, hier sind diese Bergzicken. Oder sind das Lama? Nee, das sind Lama. Hi. Was man mit denen macht, weiß ich nicht. Die sehen auch einfach ein bisschen traurig aus, ne? Scheint in dem Biom zu geben. Das sind Pferde. Zwei Black Beauties. Wie lockt man die dann auch mit? Oder wie kann man die tame? Auch bestimmt mit Karotten, oder? Boah, jetzt weiß ich gar nicht, wie weit wir weg sind. Das sind normale Schafe. Meine Kraft ist ja von Honeyball, ne? Kennt ihr die noch? Ich glaube, die heißt jetzt irgendwie... Wie heißt die jetzt? Vollkornhonig oder sowas? Irgendwie so. Aber einfach eine coole Type ist das ja. Ist eine Frau, die... die hat auch schon ganz lange... macht die Let's Plays. Ist so eine Let's Playerin der ersten Stunde im deutschsprachigen Raum so. Ich glaube, eines der ersten großen weiblichen Let's PlayerInnen. Und ja... Die hat auch diverse Minecraft-Projekte gehabt und so. Aber die ist echt stabil. Guck mal, das können wir auch mitnehmen. Ja, wir scheinen hier ganz alleine zu sein. Ich weiß nur, dass die Dörfer für irgendwas essentiell wichtig sind, ne? Das sieht doch ganz nach unserem Zuhause aus. Birken, Eichen. Ja, guck mal. Oder? War das der eben? Nee. Bin mal gespannt, wie weit wir weg sind. So. Mäh. Ein Schaf macht mäh, sagt das andere, wollte ich auch gerade sagen. Guck mal, wächst hier Kakao dran? Das sind doch Tropen. Das ist doch ein Dschungel. Ey, da können wir vielleicht Melonen auch finden, oder? Im Dschungel? Ich glaube, Kakao, das wächst nur in Tropenholz, da müssen wir auch direkt Tropenholz mitnehmen. Da ist doch schon Kakao, ich sehe es doch schon. Das ist auch cool. Da können wir uns Schoki craften. Yay! Ist das hier reif? Ja. Müssen wir die noch mitnehmen? Oh, da ist auch eine Melone direkt. Da ist auch eine Melone direkt. Sogar sehr viel. Das würde ich gerne alles mitnehmen.
Das haben wir, ne? Sehr schön, Melon und Kakao. Stück, das wird doch wohl reichen, oder? Da ist so ein langer Bambus. Ich glaube, das ist gut. Man kann doch auch hier komposten, ne? Das geht doch jetzt hier auch nicht nur in... Ach nee, das wären Stöcker. Ach komm, ist egal. Obwohl das ja auch nicht schlecht ist. Wenn das zu Steckern wird, oder? Ist doch auch nicht schlecht. Und ja, Bambus fällt sich wie Stöcker. Brauner Farbstoff. Oh, kann man nicht Schokolade machen? Kakao und so. Da kann ich nur braunen Farbstoff. Aber da geht doch noch mehr, würde ich jetzt mal behaupten. Aber was soll ich mit braunem Farbstoff? Was wollen wir denn braun anmalen? So, was man aus Melon machen kann? Hier ist Kürbiskuchen. Ach, guck mal, das ist nicht getexture-packt. Ein Webstuhl. Ich weiß nicht, ob der uns was bringt. Guck mal da. Und ein Papagei. Aber Knochen sind auch gut, oder? Ach, ist egal. So. Und es gibt noch irgendwie einen Dungeon, ne? Im Dschungel. Warum nicht? Wo ist mein Bett? Okay, Leute, würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter, wa? Tschüssi.